Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room to War 2 mit Makedonien. Wie letzte Folge schon versprochen, habe ich jetzt die Schlacht hier übersprungen. Ihr seht schon, ich habe eigentlich nichts verloren. Das Lustige war, ich habe jetzt die... Ich greife einfach weiter an. Ich habe die einfach von hinten jetzt nochmal angegriffen. Aber es hätte auch die eine Einheit gereicht, um zu gewinnen. Und das ist halt dann schon krass. Genau. Naja, mal schauen. Ich glaube, der hat einen neuen Rekord aufgestellt. 500. Okay, nee, hat er nicht. Der hat ja auch nur 600 aufgestellt. Und naja, ich frage mich sowieso, wie die KI gespielt hätte, um zu verlieren. Also wahrscheinlich hätte er die Pikiniers-Einheit einfach mitten in der Pampa aufgestellt, weil dann hätte ich auch safe verloren. So, ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, wie viel ich jetzt in dieser einen Runde oder also in der Schlussrunde, sage ich mal, verloren habe, weil ich glaube, die einen sind jetzt gescheiterter Bestechungsversuch, politische Intrigen, nach Hause zurückgekehrt, Forschung abgeschlossen, mein Sohn wird erwachsen, Schutz verfällt, ihr seid nicht mehr vor Sezession oder Bürgerkrieg geschützt, hohe Chance auf Sezession. Mysterien der Eloises. Auf der Suche nach ihrer entführten Tochter. Ja, das kennen wir ja. Gut. Ja. Das da. Die sind abgesprungen. Okay. Die sind abgesprungen. Und hier, genau. Aber das da macht das Ganze jetzt nochmal interessanter. Aber ich weiß nicht. Ich weiß gerade nicht, ob ich das in der Zeit schaffe. Also, weil ich habe ja gesagt, wir spielen bis die ruhen sich hier mal aus und die nehmen das mal ein. Ja? Ob wir das bis 0 schaffen. Bis 0 um Christus quasi. Ne, wir machen die jetzt nicht zum Klientel, weil sonst springt er auch wieder ab. Und das, darauf habe ich keinen Bock. So, jetzt schwören halt hier wieder ein paar feindliche Armeen rum, aber das ist in Ordnung. So, Hinterhalt. Bam. Fraktion vernichtet. Wow, wir sind endlich so weit, dass wir die Abtrünnigen vernichtet haben und jetzt wahrscheinlich nächste Runde wird wieder. Ja, wahrscheinlich darf ich hier schon wieder das erobern. Oder wenn es schlecht läuft, das da. Mal schauen. Risiko ist gerade 0. Wieso mögen die mich jetzt wieder alle? Vorhin war es minus 40. Ich verstehe das nicht. Also, das ist gerade. Ja. Es ist gerade halt wirklich so, als. Ich mach mal Diplomat entsenden. Es ist gerade wirklich so, als. Würden die einfach so random so rum
flutschen oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das ist alles ein bisschen seltsam. So, hier hole ich mir mal Jerusalem wieder zurück. Das hat er ja eigentlich gar nicht versucht zu erobern, so ungefähr. Also, der hatte keine Garnison mehr drin. Zwei Runden noch. Rechte Faust. Rechte Faust kommt jetzt auch mal hier hoch. Ja, wobei, nein, nein. Entschuldigung, Media, oh nein. Media? Die mögen uns nicht. Stellt meine Geduld nicht mit euren stumpfen Worten auf die Prüfung. Nein, und unser Massaker. Ich werde mir eure Rede geduldig anhören. Sehr schön. Mehr können wir nicht verlangen. Numibien? Willkommen, Freund, willkommen. Setzen. Na gut. Unsere Händler möchten nicht mit euch Handel treiben. Und mein Herr verlässt sich auf ihre zweifelsfreie Erfahrung. Mhm. Na gut, aber schau, so kann man es jetzt sagen. Aber nicht so, bitchy, bitchy, fight, fight. So, warte, wo sind die jetzt in Thrakia? Ich mach mal die königliche Kaserne da weg. Nur zur Sicherheit. So, das können wir auch automatisch machen. Besitzen. Dann kommt hier mal das da. Hier kommt das weg. Das kommt auch weg. Warte, das kommt, ja, Fischer. Das kommt weg. Das kommt weg. So. Da stellen wir noch uns rundherum. Wieso kannst du nirgendwo hin? Hä? Ach so. Warte mal. Ich töte die jetzt mal. Wobei, ich töte die nicht. Sondern ich ersetze sie einfach. So. Und zwar durch jemand Ägyptischen. Die mögen mich ja. Ich erwarte eure Befehle. Es ist eine Ehre zu dienen. So. Der wird auch ersetzt. Da kann ich aber gerade nicht. Okay. So. Der bekommt was Neues. Der komm, machen wir mal einen Philosoph. Forschungsrate. Okay. Kinder. Ja. Das ist gerade blöd. Ich schau mal gerade, wo die ganzen Armeen gerade sind. Also der heilt sich dann. Ja. Der kommt auch hier hin. Der bleibt da noch. Also da will ich ja das Pferd regenerieren lassen. Da mache ich mal die ganze Armee weg. Den habe ich schon, den habe ich schon. Das stimmt.
das alles? Vielleicht. Ich hole nochmal eine Bogenschützeneinheit dazu. Ich erwarte eure Befehle. Und ja, will, dass er mich angreift. Das wäre ganz gut. So, du kannst jetzt auch mal Richtung Feind gehen. Du bleibst da. Du bist jetzt auch wieder frei. Du reitest jetzt mal hier hin. Alexanders Rache. Das passt ja ganz gut. Ah, oh. Das passt ja gerade wirklich gut. So, du scoutest hier mal weiter. Du scoutest auch mal ein bisschen. Du bist da, du bist da. Okay, dann haben wir alles. Dann nochmal ganz schnell die Gebäude durch. Und dann nächste Runde. Warte, nee, noch nicht nächste Runde. Ich will mal schauen, was dann oben passiert. Im Norden, in Frankreich. Ob ich schon sehen kann, wo er das nächste Mal angreift. So. Neue Forschung, neue Gebäude. Zum Glück habe ich nochmal geschaut. So. Also Nahrung haben wir jetzt ja wirklich genug. Aber wir haben ja schon bei der Rom-Kampagne gesehen, dass man sehr schnell von 100 plus auf minus 70 kommt oder so. Tja. Okay, das war's. Gut, wo wird er das nächste Mal angreifen? Also hier ist eine Full-Stack-Armee? Nee, ist es nicht. Weil die wird wahrscheinlich... Ja, wobei, die reicht wahrscheinlich nicht hier anzugreifen. Hier wird er vielleicht versuchen, die anzugreifen. Wäre ganz in Ordnung. Sonst hat dann ja hier hat er viel oder viel, also ganz in Ordnung was. Die kann er auch noch nicht angreifen. Und die da kann er auch noch nicht angreifen. Also das da könnte er erobern, aber ist in Ordnung. Also ist jetzt nicht so Schlimmes. Alexanders Vermächtnis, du hast was bekommen. Sehr schön. Du bist ja erst 35 und schon... Ja, finde ich gut. Dann mal nächste Runde. Bin mal sehr gespannt. Bin mal auch gespannt, ob Ikena jetzt mal irgendwann in den Krieg einschreiten. Mein Volk mag keinen Luxus, doch Geld wird gebraucht. Ich bitte euch daher, uns eine bescheidene Summe. Ja, mei. Dann bekommen die mehr Stress. Das ist ganz gut. Dann schickt der Athena auch seine Armeen zu mir, also an die Front. Und gibt den Kelten nicht so viel Angriffsfläche. Das ist in Ordnung. Und 8000 ist jetzt nicht sehr viel für mich. Wir haben ja irgendwie 35.000 plus jede Runde. Genau. Ah, das erobert er noch nicht, sondern einfach nur belagern. Wir haben feine Waren und ihr besitzt sicher... Ja, jetzt plötzlich, ne? Aber ist in Ordnung. Dann mögen die mich mehr. Das finde ich seltsam, dass er das trotzdem macht. Okay.
Ja, das habe ich nicht gesehen, aber das ist auch klar. Das ist auch klar, dass ich das never ever gewinnen kann. Mit den ganzen Fernkämpfern, die er hat. Da brauche ich eine Kavallerie-Armee. Ah, oh, die ist ja schon auf dem Weg. Na, das ist klar. Ja, das ist in Ordnung. Das ist, glaube ich, der nicht zu mir gehört. Also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, Rang erhöht. Spionen, Adelige, Militärstörung. Ja, natürlich. Ah, kennt das Quad? Gebohrt. Umsturz. Politisch. Okay, tot, nach Hause, Siedlung wird belagert, Rang erhöht. Okay. Gut. Der hat hier also ein bisschen bedrängt. Ja, es ist in Ordnung. Ich muss halt da jetzt durch. In Bewegung. Habt ihr noch weitere Befehle? Zu euren. Ja. Das bekomme ich hin. Ich erwarte eure Befehle. Tja, bad shit happens. So, sehr gut. Dann sind die schon mal weg. Was mich sehr freut. So. Dann, der wird noch befördert. Dann gehe ich mal Richtung Alexandria. Okay. Darius Untergang geht ja jetzt mal nach Petra. Hier Tempel. Alexanders Vermächtnis. Natürlich komme ich da nicht hin, ne? Ja, auch ein Tempel. Gut, dann schaue ich mal nach da. Mit was greift er denn an? Und er sagt, das würde ich nicht gewinnen. Sicher? Ich glaube, das könnte ich schaffen, weil ich Kavallerie habe. Also ohne Kavallerie könnte ich es nicht schaffen. Weil dann hauen die zu viel rein. Regen warten. Ja, dann nehmen wir mal trocken. So. Die Frage ist jetzt auch, ob er angreift oder ich. Ich glaube, ich muss angreifen. Kommt er zu mir? Ja. Ist lieb von ihm. Ich komme ihm aber auch ein bisschen entgegen. Lalalala. Ein bisschen vorspulen. Ah, aber ich glaube, er wartet da. Also er greift mich nicht an, sondern... Oh, doch. Das ist ja sehr, sehr freundlich von ihm. So, dann werde ich mich aber ein bisschen gerade aufstellen hier. So.
Sperre kommen hier am Rand hin. Die kommen hier hin. Und die kommen da hin. Die Kavallerie kommt gleich an den Rand hin. Wunderbar. Unser General wird angegriffen. Das ist doch mal gut gegangen. Super. Das war richtig gut gegangen. Ey, wie kannst du es wagen, einfach mir an die Seite zu werfen? Ja, und die sind einfach zu dumm zum Laufen. Die werfen jetzt auch da rein. Okay. Dann gehe ich einmal hier weiter, weil den habe ich gleich. Sehr schön. Dann hier mal ein bisschen Pressure machen. Die Speere kommen jetzt nach hier drüben. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh, sehr schön. Hier noch weiter Pressure machen. Du kommst mal hier hin. Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, natürlich. Dann schieß hier mal auf den General. Und ihr kommt auch her. Und das war's. Den müssen wir noch aufhalten oder komplett vernichten, damit der nicht nochmal kommt. Ist tot. Das ist wunderbar. Hat ja super geklappt. Knapper Sieg fand ich gar nicht. Also. Nee. Fand ich jetzt überhaupt nicht. Also die da. Die haben niemand getötet? Okay. Dann haben hat die Kavallerie ja sehr guten. Einen sehr guten, sehr, sehr guten Job gemacht. Ja, lass ich mal frei hier. So, gut, dann würde ich sagen, damit wir jetzt nicht weiter so Trouble Bubble machen, hören wir auf, weil es ist schon 25 Minuten und bevor ich, wie gesagt, bevor ich jetzt weiterspiele und das nächste Gefecht mache, wäre es doch ganz vorzüglich, wenn ich jetzt aufhören würde. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und schaut gerne bei meinen Livestreams montags und donnerstags ab 15 Uhr mit. Ja, schaut einfach mit.
Gut, seid einfach dabei. So. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.